Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit den aktuellen Fallzahlen. Da berichtet BangkokPost.com heute am 9. März 2022. In den letzten 24 Stunden gab es 69 weitere Covid-19-Todesfälle und 22.073 Neuinfektionen, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwochmorgen mit. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Die Links zu den Artikeln findet ihr wie gewohnt unten in der Beschreibung, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet. Dann habe ich einen Artikel rausgesucht von thailandtipp.info mit Quellenangabe Bangkok Post. Der Krieg beginnt, den russischen Tourismusmarkt in Thailand in Mitleidenschaft zu ziehen. Bangkok, Moskau. Die Behörden planen für zukünftige Krisen und suchen nach neuen Märkten und Mehrwertprodukten. Der thailändische Tourismus steht auf seinem Weg zur Erholung vor einem weiteren Hindernis, da der anhaltende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine allmählich Auswirkungen auf den diesjährigen Markt hat. Russland war in der Anfangsphase der Wiedereröffnung der wichtigste Quellmarkt für Touristen in Phuket. Am 7. März war Russland mit 2.763 Touristen auf den vierten Platz abgestürzt. Auch der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Dann habe ich noch einen Artikel rausgesucht, auch von thailandtipp.info, ebenfalls mit Quellenangabe Bangkok Post. Covid wird Songkran dieses Jahr nicht aufhalten. Bangkok. Die Songkran-Feierlichkeiten werden nächsten Monat, April 2022, nach einer zweijährigen Pause aufgrund von Covid-19 wieder stattfinden, sagte die Regierung und fügte hinzu, dass trotzdem alle Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen von den Menschen weiterhin befolgt werden müssen. Auch der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Und dann habe ich noch einen Artikel rausgesucht von derverlang.com. Stranderweiterung in Yomtien wird beschleunigt. Pattaya. Die Stadt Pattaya will die Arbeiten zur Sandaufschüttung am Yomtien Beach beschleunigen und plant die Fertigstellung des mittleren Teils des Strandes bis zur diesjährigen Hochsaison. Auch der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Ja, was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt mir doch mal gerne eure Meinung zu den vorgetragenen Themen in die Kommentare. Das war's auch schon wieder vor dem News Update. Wenn euch meine Videos gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.